Ja, hier ist er wieder, euer Borgelcut. Und zwar, was hat er so in der Garage? Stand März 2017. Und ich bin jetzt bei den Amerikanern angekommen. Das Ganze mache ich in drei Teilen, weil die Aufteilung sonst ist ja irgendwie so ein bisschen doof. Ergibt sich halt so, dass ich statt zwei Teile hier drei Teile draus mache. Und fangen wir mit dem T-37 an. Das ist ein Tier-6er leichter Panzer, sprich Light. Er ist absolut zum Scouten gedacht. Man kann mit ihm passiv oder aktiv scouten. Er hat eine Sichtweite von 430 Meter, Funkreichweite von 761. Und er macht für seine Tierstufe und dafür, dass es ein Light ist, 2230 Schaden die Minute im Durchschnitt. Das ist beachtlich, finde ich. Das kriegt er auch nur hin, weil er eine sehr gute Feuerrate hat. Bei mir von über 19 Granaten die Minute. Mittlerer Durchschlag 150. Aber leider nur 115 Schaden. Hier macht es die Feuergeschwindigkeit aus, dass er auf den Schaden die Minute kommt. Ja, Höhenrichtbereich minus 8 Grad wäre ja schon gut. Er hat sogar minus 9 Grad. Also, wie die Amerikaner, minus Richtbereich recht gut. Mit 9 Grad absolut Sahne will ich noch nicht sagen, aber schon dicht dran. Ja, Höchstgeschwindigkeit 66 km/h. Und das ist ja eigentlich das, was ein Light ausmacht. Er kann schnell von A nach B. Er kann notfalls auch schnell aufscouten. Er kann aber auch mal passiv im Busch stehen und nicht schießen. Das ist mit diesem Fahrzeug alles möglich. Und kommen wir mal zum Walker Bulldog, sprich den M41. Er macht dann schon 175 Durchschlag im Durchschnitt bei 150 Schaden, das ist schon ein bisschen mehr, hat aber eine wesentlich niedrigere Feuergeschwindigkeit als der Vorgänger, als der T-37. Und so kommt er nur auf den Schaden in einer Minute durchschnittlich von 1739. Minusrichtbereich der Kanone 8 Grad, das ist nicht schlecht, aber sein Vorgänger hatte immerhin schon 9 Grad. Gut, dann die Höchstgeschwindigkeit noch 72,4 km/h. Das ist natürlich das, was diesem Fahrzeug gut zu Gesicht steht, weil man hat die Option, als Endkanone eine Autoladerkanone zu verbauen mit 10 Granaten. Das habe ich gemacht. Und wieso sage ich mit der Geschwindigkeit, das funktioniert gut mit der Autoladerkanone zusammen. Ganz einfach. Wenn sich mal eine Chance zeigt auf dem Gefechtsfeld, könnt ihr wie eine Biene plötzlich zustechen, kurz nach vorne, einen Gegner mit 10 Granaten vollpumpen und wieder weg. Aber seid dabei vorsichtig, vielleicht nicht zu Anfang des Spieles, sondern zum Mittel und Ende des Spieles, wenn der Gegner angeschlagen ist, dann könnt ihr das sogar schaffen, den rauszunehmen. Weil, wie das immer so ist, kurz nach vorne rasen, Magazin leer pumpen, weg. Zu Anfang könnt ihr sicherlich mit der Geschwindigkeit noch schnell auf dem Gefechtsfeld je nach Karte was aufdecken, bisschen hin und her rasen, aber lasst euch zu Anfang nicht zerstören. Zieht euch zurück und wartet auf eure Chance, irgendwo unerwartet aufzutauchen. Ihr könnt auf der Karte euch ja frei bewegen und sehr schnell mal die Flanken wechseln und an einer anderen Stelle rauskommen, wo keiner mit euch rechnet, kurz zustoßen und wieder weg. Also dieses Fahrzeug ist schon nicht schlecht und witzig, aber es ist ein typischer Light und die spiele ich sehr selten. Die sind nicht unbedingt meine Freunde, genauso wie die Mediums. Ja, kommen wir zum weiteren leichten Panzer, sprich Light, das ist der T-49. Ich habe hier die sogenannte AE-Kanone verbaut. Die macht einen mittleren Schaden von 2651 Schadenspunkte die Minute. Hört sich super an. Ist auch super. Ich würde auch noch mehr rausgelockt kriegen aus dem Fahrzeug und aus der Kanone, wenn meine Besatzung darauf besser wäre. Ja, das zu dem Thema Rudis Resterampe oder ich hatte keine und habe einfach mal Leute engagiert. Ich lebe damit, weil das ist nicht der Schwerpunkt, dieses Fahrzeug für mich persönlich. Minusrichtbereich 10 Grad,
und mittlerer Schaden je Granate 910 bei einem Durchschlag von 76 mm durchschnittlich. Also das ist hier wirklich die 152 mm Kanone, sprich die HE-Schleuder. Knapp 3 Granaten pro Minute. Das wird sich sicherlich steigern lassen. Aber bei meiner Besatzung zurzeit ist es leider so grottig. Zielerfassung 3,26 Sekunden. Das wird auch noch besser bei mir. Aber im Spiel, er braucht ewig zum Einzielen. Hat noch eine Streuung wie eine Schrotflinte. Fährt aber auch 72,4 km/h. Also schon fast wie beim Vorgänger, beim Bulldog. Mit der Geschwindigkeit durchaus mal arbeiten, zustechen, weg, nicht auf ein langes Feuergefecht einlassen, weil ihr sehr lange Nachladezeiten habt. Sichtweiten sind hier auch noch grottig, liegt auch mit einer Besatzung. Und kommen wir mal zu einem Medium-Tank, den ich recht gerne spiele. Das ist der T69. Es ist ein Tier 8er Medium. Ist einer meiner besten Mediums mit oder einer der Mediums, die ich gerne spiele. 51,5 km/h schnell. Nicht der schnellste, ist aber ein Autolader und besitzt noch etwas Panzerung. Ja, Panzerung mag ich immer gerne. Deswegen mag ich diese Panzer lieber als die französischen Autolader. Sichtweite 421 Meter. Das ist gar nicht mal so schlecht. Funkreichweite 782. Und jetzt kommen wir mal zu der Kanone. 9 Grad Minusrichtbereich. Das ist sehr gut. Und dank des Wiegenturms, wenn ihr an schrägen Anhöhen arbeitet, könnte auch mal was abprallen, wenn ihr den Minusrichtbereich schön ausnutzt. Autoladesystem habe ich ja schon gesagt. Er hat 4 Granaten, die er rausschießt. Und was soll ich sonst noch sagen? 181 mm Durchschlag im Durchschnitt, 240 Schaden und 1872 Schadenspunkte die Minute im Durchschnitt. Also dieses Fahrzeug spiele ich gern, mag ich gern. Das ist einer der wenigen Mediums, wie ich schon sagte, mit denen, ja, komme ich zurecht und ich mag ihn. Kommen wir mal zum Super Pershing, sprich T26E4 Super Pershing. Das ist ein Tier 8er Premium Tank, den habe ich mir nicht gekauft, den habe ich mir mal bei einem Monats-Event freispielen können und ihn dann umsonst bekommen. Seine Kanone wurde besser gemacht beim Durchschlag, die war mal so grottig, dass ich in alten Videos darüber gejammert habe, will ich nicht sagen, aber geschimpft habe. Und inzwischen muss ich sagen, die Kanone und das Fahrzeug ist recht gut. Dank des besseren Durchschlags der Granaten. Ja, mittlerer Durchschlag 192 mm, 240 Schaden, minus 10 Grad Richtbereich der Kanone und der Schaden die Minute 2081 im Durchschnitt. Das sind schon Werte, die wären dem Spiel inzwischen gerecht. Früher war die Kanone, wie gesagt, absolut grottig. Höchstgeschwindigkeit 40,2 km/h. Sichtweite 412 und von der Panzerung her, ja, er wird als Panzerungswunder verschrien. Laut den Zahlen her, 101 mm frontal ist er es nicht, aber es ist tatsächlich so, dass er recht stabil ist frontal. Das liegt an, ich sag mal, Schottpanzerung, sprich verschiedene Bleche, durchschlägt man ein Blech, kommt Luft, dann kommt das nächste Blech und das Geschoss verliert an Kraft. Ich persönlich finde immer als Schwachpunkt sehr gut oben die Hydraulikstempel, sag ich mal, die zur Unterstützung der schweren Waffenblende angebaut sind. Also absoluter Weak Spot vorne, die zwei runden Hydraulik Stempel. Gut, die Luke sicherlich auch, aber frontal immer schön oben auf den Weak Spot schießen. Wenn ihr ihn selber fahrt, leicht angeschrägt spielen, dann prallt er verdammt viel ab. Und wenn ihr merkt, der Gegner versucht euch da oben reinzuschießen, weil er so recht hoch zielt,
wenn ihr dichter dran seid. Dann bewegt ihr meinen Turm, bewegt euer Fahrzeug, vielleicht prallt dann was ab oder er trifft euch nicht sauber. Kommen wir zum letzten Panzer in diesem Video, zum Medium M48A1 Patton. Das ist der Tier 10er Medium Tank der Amerikaner. Ich mag ihn irgendwie nicht. Er ist mir zu groß. Und für ein Medium ist er mir noch zu schwerfällig. Und Panzerung, naja, ist halt ein Medium. Sichtweite 438 Meter, 812 Meter Funkreichweite, Höchstgeschwindigkeit 45 km/h. Was er natürlich kann, 3395 Schadenspunkte die Minute austeilen im Durchschnitt. Das ist ja ganz anständig. Minusrichtbereich 9 Grad. Dann hat er 268 mm Durchschlag im Durchschnitt bei 390 Schaden. Ja, er hat seine Stärken, aber er hat auch seine Schwächen. Das ist seine Größe, finde ich. Und seine Langsamkeit gegenüber anderen Mediums. Oben seht ihr auch noch ein MG, sprich auch die Kommandantenluke. Das ist vielleicht ein absoluter Schwachpunkt, wenn ihr ihn seht. Ansonsten das Fahrzeug von der Panzerung her. Wandpanzerung 152 mm. Das ist absolut machbar, dass er ihn da durchschlägt. Und 177 mm Turmpanzerung. Panzerungswunder ist er nicht, also ihr könnt ihn zusammenschießen. Gut, das soll es gewesen sein in diesem Video. Hier war jetzt das Thema die leichten Panzer, die Lights und die mittleren Panzer, sprich die Medium Tanks der Amerikaner. Im nächsten Video kommen dann die Heavy Tanks mit der Arty und als drittes und letztes Video kommen dann die Tank Destroyer. Da habe ich recht viel, weil die amerikanischen Tank Destroyer mag ich eigentlich sehr gerne. Und das soll es gewesen sein. Tschüss, euer Burgelcut.